Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute im Heimspiel gegen Manchester City. Das ist das Champions League Halbfinale, das Hinspiel. Und wir gucken mal ganz kurz auf den Kalender, wie es denn grundsätzlich so aussieht in der nächsten Zeit. Also das hier erste Spiel ist natürlich heute Manchester City Hinspiel. Das könnte auf jeden Fall ein sehr spannendes Match werden in einer anderen Karriere. Im FC-Karrieremodus haben wir gegen Manchester City gewonnen. Glücklicherweise, und wir wollen jetzt nicht glücklicherweise heute gegen Manchester City gewinnen, sondern schon verdient. Danach geht es gegen Wolfsburg in der Bundesliga und dann kommt auch schon wieder das Rückspiel. Also in zwei Folgen sozusagen ist schon wieder das Rückspiel gegen Manchester City. Wir gucken uns mal die anderen Ergebnisse an. Nee, das sind noch die alten Ergebnisse der Champions League. Also alles in Ordnung. Ich würde sagen, also das Team, was heute auf jeden Fall spielen wird, ist das erste Team. Die sehen nicht so ganz überragend aus. Die sehen nicht ganz frisch aus, aber ich denke mal, das reicht definitiv. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Bank, wer denn ansonsten einsetzbar wäre. Ja, sieht gar nicht so doll aus, ne? Schüle könnte noch eingesetzt werden. Henrichs. Ich weiß nicht, wen wir da vielleicht reinnehmen könnten. Castro ist noch verletzt. Schmelle ist noch da. Beaumont als Torwart. Die sind nicht ganz frisch, die Jungs alle. Die sind alle nicht ganz frisch. Auf jeden Fall wäre Carrasco eine Idee, den wir reinnehmen könnten hinterher noch. Denn Donka sieht ein bisschen schwierig aus, dass wir den spielen lassen können. Naja, müssen wir sehen. Müssen wir abwarten, was passiert. Ich würde erstmal sagen, dass wir auf jeden Fall mit diesem Team jetzt reingehen. Ich stelle euch das gleich sowieso noch vor im Stadion. Also wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein spannendes Match. Halbfinale, das wäre jetzt die Chance wieder für uns ins Finale rein zu gehen und uns dafür zu qualifizieren. Das ist natürlich das große Ziel. Manchester City wird es uns definitiv nicht einfach machen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Willkommen in Dortmund, willkommen im Signal Iduna Park zum Champions League-Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City. Das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsduell, ein richtig, richtig geiles Duell. Wir spielen mal wieder gegen Pep Guardiolas Mannschaft, wie auch beim FC-Karrieremodus. Hier sehen wir die anderen Halbfinalpartien, beziehungsweise das andere Halbfinal, die andere Halbfinalpartie. Barcelona spielt gegen Juventus Turin, wir spielen gegen Manchester City. Also nur noch große Vereine, nur noch große Teams in der Champions League. Und ich glaube, eins der größeren haben wir auf jeden Fall heute erwischt. Spieler im Fokus ist Ilkay Gündogan. Der war ja bei Manchester City, wir haben ihn wieder zurückverpflichtet. Wir haben ihn wieder zurückgeholt und jetzt darf er gegen seine alte Mannschaft wieder ran. Und ich bin sehr gespannt auf das Team von Pep Guardiola von Manchester City. Da werden auf jeden Fall sehr, sehr gute Spieler gegen uns spielen. Und hier sehen wir uns erstmal unsere guten Spieler an in der Startelf. Mit Timo Horn im Tor, Guerrero links, Mustafi, Süle, Klostermann, Gündogan, Weigel, Jalanoglu, Reus, Dembele und Aubameyang. Das sind unsere Jungs, das sind unsere Leute, das ist unser Team, was heute hoffentlich richtig, richtig gut spielen wird. Pep Guardiola hat auch seine beste Mannschaft natürlich aufgestellt. Ganz klare Sache. Die werden richtig, richtig Gas geben, um uns zu bezwingen. Ich hoffe, sie werden es nicht schaffen. Und hier sehen wir das Team mit Geronimo Rulli im Tor. Links ist Clichy, Otamendi, Kompany, Aurier, Witzel, Fernando Silva, Sterling, Aguero und wer war noch vorne? Ich weiß es nicht, De Bruyne, glaube ich. De Bruyne müsste rechts dann gespielt haben. Tja, richtig, richtig gutes Team von Manchester City. Wir haben allerdings auch ein Team, was nicht zu verachten ist und das wird, denke ich mal, eine richtig spannende Partie. Das wird ein Fest, ein Fußballfest, was wir mit Freude erwarten können. Definitiv, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ganz klare Sache. Und ich hoffe mal, dass wir heute eine Chance haben gegen Manchester City. Wir dürfen Manchester natürlich nicht unterschätzen. Die sind richtig gut. Die sind richtig, richtig gut. Haben Top-Leute. Und ja, wir allerdings auch. Also von daher mal gucken, was da noch so passiert. Und das ist der erste Angriff für Borussia Dortmund und die erste Chance für Aubameyang. Da war ja die Manchester City-Verteidigung nicht ganz wach irgendwie. Verstolpern hier den Ball und dann, ja, der Schuss von Aubameyang wurde von Serge Aurier dann noch abgelenkt. Schade. Aber die Ecke, die könnte was werden. Vielleicht jetzt über Dembele. Dembele versucht die Flanke. Geronimo Rulli kommt raus. Und Kun Aguero kriegen wir hier gerade überhaupt nicht unter Kontrolle. Der läuft uns die ganze Zeit davon. Aber so im Nachfassen kriegen wir immer den Ball. Das ist bisher ganz gut. Das ist bisher ganz ordentlich gelaufen. So, der nächste Angriff über Klostermann. Klostermann entwickelt sich zu einem der
Garanten für den Erfolg. Und das war ein richtig starker Ball. Aubameyang, und das war der Pfosten. Schade, Riesenchance für unsere Jungs. Aubameyang aus diesem Winkel trifft er dann doch noch. Das Kreuz da hinten, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt der nächste Angriff. Über Klostermann, wieder auf Aubameyang. Aubameyang muss es jetzt diesmal machen. Und Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 1:0 für den BVB. Das war stark gespielt. Also, Klostermann, ich habe ihn eben noch gelobt. Ich habe eben noch gesagt, er ist richtig stark geworden. Und er ist es tatsächlich. Jetzt hat er schon wieder eine Torchance aufgelegt. Und die hat Aubameyang diesmal genutzt. Auch wenn es ein bisschen Glück war, dass der Ball, ich glaube, von Clichy dann nochmal abgelenkt wurde, sodass Geronimo Rulli überhaupt nicht mehr an den Ball kam. Aber es ist uns egal. Hauptsache, das Ding ist drin. Sein 8. Tor in der Champions League in dieser Saison. Pierre-Emerick Aubameyang. Gott sei Dank ist er nach seiner langen Verletzung wieder da. Und er schießt das 1:0. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie Manchester City darauf reagiert. Die werden sicherlich jetzt richtig Gas geben. Das werden sie nicht auf sich sitzen lassen. Definitiv nicht. So will ich das sehen. Und jetzt der nächste Angriff für Reus und für Aubameyang. Aubameyang wieder rüber auf Klostermann. Der ist offensiv sehr stark. Klostermann rüber auf Aubameyang. Und das war in allerletzter Not wurde das geklärt. Stark gemacht von der Verteidigung von Manchester City. Und jetzt schon wieder Kun Agüero, der uns davonläuft. Mustafi kommt da überhaupt nicht hinterher. Aber doch im Nachfassen hat er ihn wieder. Das ist genau die Stärke, die wir eigentlich haben wollen. Und das ist ein schwacher Ball von Gündogan gewesen. De Bruyne kann sich das jetzt ausnutzen hier. Das macht er sehr gut. Witzel, Schnitzel, aber naja. Jetzt auf der rechten Seite Aurier. Wieder Silva. Oh, da ist keiner in der Mitte. Da muss Klostermann hin und Klostermann in letzter Not. Und Mustafi kriegt den Ball nicht kontrolliert. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Da haben wir die Situation geklärt und dann Mustafi mit einem ziemlichen Patzer, mit einem technischen Patzer. Das ist nervig. Und Aubameyang klärt erstmal den Ball. Ja, da aus der Ecke ist dann Gott sei Dank nichts geworden, aber trotzdem weiterhin Manchester City am Ball. Also die werden richtig stark. Die machen, was sie wollen mit uns. Und da ist wieder die Flanke und wieder Klostermann, der klärt. Ah, da geht Fernando, glaube ich. Fernando zu sehr in Weigel rein, kriegt jetzt die gelbe Karte, ganz klare Sache. Ah, das ist, glaube ich, dunkelgelb. Das ist dunkelgelb. Der ist ganz schön reingerauscht, Fernando. Das sehen wir hier gleich nochmal. Da läuft er ohne Kompromisse. Geht da voll rein. Voll rein. Ich hätte fast gesagt, das ist... Ja, das ist schon... Boah, gelb ist schon echt an der Grenze. Und der nächste Angriff für Manchester City über Sterling, über Witzel. Witzel. Wieder auf Sterling zurück. Und, oh, da kämpft Mustafi wieder gegen Kun Agüero. Kun Agüero ist jetzt durch. Kun Agüero versucht die Flanke auf De Bruyne. De Bruyne lässt abprallen. Oh, ärgerlich für Manchester City. Ärgerlich. Jetzt wieder über Klostermann. Es geht viel über Klostermann. Den hat man bei Manchester City überhaupt nicht unter Kontrolle. Klostermann versucht, den Ball reinzuspielen. Wurde abgefälscht. Und deswegen wäre es sowieso Abstoß gewesen. Ja, die erste Hälfte ist vorbei. Bisher ein gutes Spiel vom BVB. Besonders Klostermann fällt extrem auf. Also den hat Manchester City gar nicht unter Kontrolle. Seine Vorstöße in die Offensive sind super bisher. Und auch in der Defensive hat er sehr viel unter Kontrolle. Kun Agüero ist der beste Mann, würde ich sagen, bei Manchester City. Den haben wir gar nicht unter Kontrolle. Der läuft uns immer davon, aber bisher konnte er ja noch nicht so richtig viel daraus machen. Das könnte sich natürlich in der zweiten Hälfte ändern. Und hier sehen wir die Statistik. 3 Schüsse, 3 aufs Tor. 51% Ballbesitz. Wir sind, ja, erstmal definitiv besser. Aber das kann sich auf jeden Fall noch ändern. Manchester City, ja, ist nicht zu unterschätzen. Die können schon was am Ball. Das ist ganz klar. Sterling, sehr schön gespielt. Oh, gut, weiter auf De Bruyne. Der lässt ihn wieder so komisch abprallen. Und da ist der Schuss und Timo Horn. Timo Horn ist im Tor. Timo Horn ist da. Stark gehalten. Wow. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, wie sie das gespielt haben. Aber das sah gar nicht so schlecht aus. Aber eigentlich war das, glaube ich, aus dem technischen Fehler von Kevin De Bruyne geboren. Ah, Fernando. Das hat Fernando sehr gut gegen Weigel gemacht. Und der nächste Angriff. Und das war sehr stark. Auf Sterling. Und Sterling ist noch durch, ja, und das ist das Ding. Ui, 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 ui.
Also das war richtig stark von Sterling. Das war richtig, richtig stark von Sterling. Das haben wir nicht verteidigt gekriegt. Erst Süle mit dem Fehler und dann kommt Mustafi noch dazu. Weigel wollte den Ball weghauen, aber dann war es schon zu spät und da kam schon das 1:1. Na, das ist natürlich jetzt bitter. Wir waren die ganze Zeit einigermaßen besser, haben bessere Chancen auch gehabt, aber ja, Manchester City kam immer gefährlich ran. Kam immer gefährlich ran, hat es aber dann letztendlich doch immer gepackt. Und jetzt, tja, jetzt steht es 1:1. Wie gegen Manchester United. Wie gegen Manchester United, wo wir die ganze Zeit geführt haben und auch einigermaßen verdient geführt haben. Dann haben sie am Ende dann die zwei Tore gemacht und dann stand es nur noch 2:1. Aber wenn das Ergebnis, also nach Rückspiel, ähnlich aussieht wie gegen Manchester United, dann beschwere ich mich nicht. Oh, Weigel. Das hat er sehr gut gesehen auf Klostermann. Klostermann muss den Ball jetzt nur reinbringen. Klostermann bringt den Ball rein auf Dembélé, Aubameyang und der macht das Ding nicht. Der macht das Ding nicht. Da stand er komplett frei. Ui, Gott, oh Gott. Oh, es ist, ah, trifft den Kopfball nicht sauber. Das ist schade. Das war eine richtig gute Möglichkeit für Borussia Dortmund. Und wieder Klostermann, der es irgendwie vorgelegt hat. Der macht wirklich ein super Spiel. Der macht ein richtig, richtig gutes Spiel. Wir sind nur nicht so richtig, wir sind nicht mehr richtig da. Reus, schade. De Bruyne. Jetzt geht's wieder vorwärts, aber Aurier mit einem technischen Fehler. Muss in der Situation eigentlich nicht sein, was er da gemacht hat. Jalanolo, das war ein sehr guter Ball auf Dembélé. Dembélé und... Ah. Naja, das war ein bisschen zu viel. Da wollte er seinen Gegenspieler ausspielen hier, aber... Ja, das war dann doch ein Tick zu viel. Guerrero. Oh, wird von De Bruyne gezogen. Da muss jetzt Klostermann aufpassen. Das Pressing von Manchester City ist schon sehr stark. Die gehen voll auf den Mann. Auch schon in der eigenen Hälfte oder in unserer eigenen Hälfte. Und das war ein guter Ball auf Weigel. Weigel. Gut weitergelegt auf Aubameyang. Und Rulli geht raus. Nimmt den Ball an sich. Keine Chance für Aubameyang. Und wir sehen schon, unsere Jungs sind extrem tot. Reus muss auf jeden Fall raus, dafür Carrasco rein. Ich denke, Moore geht dann für Aubameyang. Und Weigel, ja, ich weiß auch nicht. Dafür Dahoud. Ja, ich würde gerne auch Jalanolo und Gündogan noch rausnehmen, aber das wird alles nichts mehr. Tja, wir müssen jetzt damit leben, dass die Jungs ziemlich platt sind. Dembélé ist doch der fitteste von allen. Manchester City wirkt frischer, deutlich frischer als Borussia Dortmund. Vor allem Raheem Sterling, der uns wirklich jetzt Probleme macht. Und das war ein guter Vorstoß von Klostermann. Und oh, Raheem Sterling ist jetzt komplett frei. Sterling gegen Süle und Süle macht das sehr gut. Also Sterling kriegen wir nicht unter Kontrolle. Kun Agüero war die ganze Zeit da. Der große Faktor, den wir nicht unter Kontrolle haben. Aber dann haben wir tatsächlich Sterling vergessen und Boni. Naja. Also ich wäre jetzt mittlerweile tatsächlich froh, wenn wir dieses 1:1 halten würden. Es ist schwer genug. Es ist wirklich schwer genug. Und De Bruyne. Oh, das war gut. Und Horn. Horn hält den Ball. Richtig geiler Schuss. Hier von, ich weiß nicht, wer ist es denn? Otamendi, der sogar vorne rumturnt. Also sehr offensiv die Jungs von Manchester City. Und Süle muss klären. Moore. Der hat jetzt mal vielleicht Platz. Der läuft einen davon. Setzt sich sogar durch. Moore setzt sich sehr gut durch. Auch die Manchester City Jungs können nicht mehr anscheinend. Und oh Gott. Da hätte mehr draus werden können. Da hätte vielleicht sogar Moore schießen können. Aber das war ein super Vorstoß von ihm. Da merkt man natürlich, dass keiner mehr wirklich frisch ist. Und das war's. Das Spiel geht 1:1 aus. Ja, was soll man dazu sagen? Manchester City hat das Auswärtstor geschossen. Wir haben lange Zeit geführt. Aber am Ende waren wir dann einfach platt. Wir waren einfach platt. Das muss man leider zugestehen. Wir hätten vielleicht noch das 2:0 machen können. Aber... Ja, letztendlich 1:1 ist, glaube ich, in Ordnung. Wir müssen uns schonen für das nächste Spiel. Wir müssen uns definitiv schonen. Wir müssen auf jeden Fall ja, fit sein für das nächste Spiel. In Manchester wird es sehr schwer, gegen Manchester City zu gewinnen. Also das ist das große Ziel, 1:1. Das ist jetzt erstmal eine Ausgangslage, mit der kann man arbeiten. Aber wir müssen aufpassen auf das Auswärtstor. Also ein 1:1 wird es, oder 0:0 darf es nicht geben.
ansonsten ab 1:1 ist für uns alles in Ordnung. Also von daher ist es okay. Es ist ja nicht so, als hätte Manchester City gewonnen mit 2:1 auswärts. Dann wäre es deutlich schwerer gewesen. Aber so sind noch alle Karten offen. Also wir haben noch alle Möglichkeiten, alle Chancen, hier was zu reißen. Von daher bin ich eigentlich überzeugt davon, dass wir es hinkriegen. Aber der Finaleinzug wird absolut schwer. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Es wird absolut schwer. Aber ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir irgendwas machen können. Nee, ich denke mal, dass wir erstmal simulieren. Pressekonferenz haben wir gegen Wolfsburg. Die werden wir mal mitnehmen, tatsächlich. Wir werden mal die Pressekonferenz mitnehmen. So, mal gucken, was wir da machen können. Pressekonferenz, wir werden uns loben. Einfach die ganz normalen Geschichten. Die Jungs haben zuletzt eigentlich ganz gut gespielt, also von daher passt das schon. Pascal Lecomte, danke, okay, dass sie mir eine Chance geben. Klar, kein Problem. Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht spielen lassen, aber hey, hey, ich gebe dir alle Chancen der Welt. Energie ist Schlüssel zum Erfolg, meint Gamero, okay? Naja, werden wir sehen, was für Energie wir noch entwickeln. Also, Wolfsburg, der nächste Gegner. Das ist das Topspiel in der Bundesliga. Zweiter gegen Vierter. Die Bayern, sehen wir schon, haben gewonnen. Das heißt, wir müssen nochmal nachlegen. Die haben ja mit 1:0 anscheinend gewonnen oder mit einem Torunterschied. Wir hatten doch vorher 45 Tordifferenz, ne? Also dürften sie mit einem Torunterschied gewonnen haben. Gegen Wolfsburg müssen wir ran und das wird natürlich dementsprechend schwer. Zweiter gegen Vierter. Boah, das könnte auf jeden Fall ein richtig ordentliches Match werden. Und wir sehen schon, Leipzig ist runtergerauscht, aber die haben auch noch ein Spiel. Von daher alles in Ordnung. So, gucken wir mal. Juri, diese Folge ist damit auf jeden Fall erstmal beendet. Die nächste Folge wird Wolfsburg beinhalten und danach geht es auch schon wieder weiter mit Manchester City im Rückspiel in der Champions League. Mal gucken, ob wir ins Finale einziehen. Das wäre das große Ziel von uns. Wir haben es die letzten Jahre eigentlich immer relativ gut geschafft. Manchmal sehr knapp, aber dennoch relativ souverän. Vielleicht kriegen wir es dieses Jahr auch hin. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, aber das Ziel sollte es natürlich sein, weiterzukommen. Ich hoffe, das werden wir packen. Ja, in dem Sinne, diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.